Das heißt, im Endeffekt... Na, Hindernis entdeckt. Nein, zu weit. Gut. Das bauen wir jetzt alles aus Dreiecken. Nee, Hindernis entdeckt. Dahin geht das? Will der mich verarschen? Tja, da ist angeblich ein Hindernis. Das heißt, toll. Den Beton kann ich auch nicht wegnehmen. Beton daneben bauen. Was für ein Hindernis ist denn da bitte? Da ist kein Hindernis. Da ist kein Hindernis. Siehst du, da ist nichts. Jetzt zickt der wieder rum. Gut, dann machen wir den dann dahin. Ist mir doch jetzt Latte. Mach das halt dahin. Bonnie! Da baut er ja sogar. Da ist kein Hindernis. Jetzt leck mich doch mal. Ja. Hallo? Weiter. Was war denn das jetzt gerade? Da hing der aber auch. Von dem kann ich das Betonding auch gar nicht mehr löschen. Undo, 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 undo. Mehr geht nicht. Na, egal. Gut. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich die Fahrbahn aus einem leichteren Material bauen. Einfach nur, um zu testen. So, was passiert hier? Das berstet da unten automatisch. Gut. Den kann ich auch nicht entfernen, das gibt's ja wohl nicht. Ich bin nur geringfügig ein klein wenig verärgert über diesen Schwachsinn hier. Weil sowas nicht geht. So. Das wird hier eine Stahlwüste sozusagen. Nein, 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 nicht Stahl. Ich wollte da Eisen verwenden. Diese Musik. Die ist so unepisch. Wie sonst was. Hält schon mal besser. So. Dann kommt jetzt hier noch Stahl. Oh, da fehlt noch Stahl. Was auch immer das da unten ist. Gucken wir mal. Also ich würde jetzt sagen, die Konstruktion da oben ist jetzt nicht gerade sehr vorteilhaft, würde ich mal sagen. Was dreht denn sich das da wie so ein Rotor? Schuchu! Ja, genau. Direkt kaputt gegangen. Das heißt, da müssen doch noch Querstreben rein. So. Und dann auch noch so. Damit breche ich zwar die Konstruktionsregeln, die ich sozusagen auf der anderen Seite aufgestellt habe. Mich wo verarschen.
Echt? Brücke fällt schon von allein auseinander. Einfach nur so, aufgrund ihres Eigengewichts. Ich habe noch nicht genügend Stahl da verbaut, glaube ich. Hält doch noch! Oh, so eine Ruckelorgie. Ruckel, ruckel, ruckel. Es ruckelt wie Sau. Gut, dann müssen wir das wohl mal ein bisschen verstärken hier. Indem wir da die übliche Dreieckskonstruktion oben wieder hinbauen. Ah, wir haben nur noch Stahl. Wir haben noch den kalten... Ja, den kalten Stahl. Gucken wir mal. Und ansonsten muss ich halt die Seitenteile da mit Stahl befestigen, statt mit normalem, was auch immer. Dieses rotierende Ding da unten, also das da, das irritiert mich so ein bisschen. Immerhin ist jetzt nichts mehr rot. Gut. Eine Ruckelorgie. Ich weiß auch nicht, zu Anfang lief das Spiel echt flüssig und plötzlich... Nee, ruckel, ruckel, ruckel. Nein, nicht die Fahrbahn. Nein, nicht die Fahrbahn. Ja, das Eisen. Durch Stahl ersetzen. So. Das muss jetzt halten. Langsam tut mir mein Po weh. Und irgendwie werde ich hier auch dunkler, glaube ich, weil die Birne da oben schon wieder den Geist aufgibt. Weil irgendwie war ich auch mal heller. Also der Greenscreen hinter mir wird immer von den gleichen LEDs beleuchtet. Da gibt es keinen Helligkeitsunterschied. Aber irgendwie ist die Halogenlampe da oben dunkler geworden. Nein, natürlich hält es nicht. Und er reißt natürlich alles hinter sich ab. Und die Kamera nervt. Warum resettet das Drecksspiel immer die Kamera? Warum tut es das? So, wir haben noch ein bisschen Eisen, das heißt... So, können wir hier noch ein bisschen Eisen mit reinbauen. In der Hoffnung, dass es vielleicht stabiler wird, wenn ich da einfach mal ein bisschen Eisen hinzufüge. Kann ja nicht schaden. Alles immer schön am Pink flackern. So, noch 5 Minuten. Wenn ich ein Level in 5 Minuten nicht geschafft habe, dann folgt quasi der nächste Modus. Ja. Hat mal wieder nicht gehalten. Vor allen Dingen, wie der Zug professionell komplett alles hinter sich wegreißt, indem er den da zerstört. Nee, echt jetzt. Vielleicht muss ich hier einfach nur mehr Stahl hinbauen. So. Das sieht doch stabil aus. Es leuchtet nur pink, weil es Aufmerksamkeit will. Siehst du, hält wunderbar da auf der einen Seite jetzt. Ah, gut, da blinkt schon wieder dieses eine Teil. So, das Lokomotive. Und kaputt. Die Lok ist rübergekommen. Was habt ihr denn? Gut, wir haben jetzt noch geschätzte 4 Minuten, um das irgendwie hinzukriegen. Den mal entfernen und mal durch einen richtigen Stahlträger ersetzen. Das könnte man sonst noch machen. Den hier durch einen richtigen Stahlträger ersetzen. Den da unten kann man ja leider nicht entfernen, obwohl hier dieses komische Symbol ist. Ehrlich jetzt, ich will diese Betonpfeiler entfernen, aber das Symbol will nicht. Na gut. Komischerweise ist auch immer das erste Teil, was kaputt geht. Nicht das letzte, nein, das erste ist es.
So, geht jetzt wieder kaputt, oder? Mhm. Aber die Lok kommt rüber. Die Lok ist rübergekommen. Habt ihr gesehen? Das heißt, im Endeffekt... den hier mal austauschen. Mit den kleinen wenig Stahl. So. So, die Last hat sich verteilt. Ansonsten tausche ich die anderen Dinger, die da sich befinden, auch noch durch Stahl aus. Ist jetzt nicht so, als wenn ich keinen Stahl mehr hätte. Ich habe noch Stahl. So, jetzt kommt der Zug. Vor allen Dingen reißt er ja auch alles mit, was hinter sich ist. Es ist jetzt nicht so, dass er quasi, 10 Meter nur noch. Oh oh. Das reicht nicht mehr, oder? Nee, das sind 22. Den können wir durch Stahl ersetzen. Was? Das hat er mir eben aber kürzer angezeigt. Einfach immer mehr hinbauen. Wird schon klappen. Ich würde sagen, ja, in einer Minute gebe ich auf und sage, schaffe ich nicht. Weil unmöglich. Aber erst... Also im Endeffekt, wenn der Zug jetzt runterstürzt, dann sage ich, ne, nächster Level. Weil ich wollte hier auch nicht Ewigkeiten verbringen. Okay. Gut. So. Komm schon, reicht jetzt mit dem Wind. Gut. Die Brücke beruhigt sich langsam. Sicher, viel hilft viel bei diesem Spiel. Ich wette, diesen Aufbau oben hätte ich auch gar nicht gebraucht. Oh, einen neuen lokalen Rekord. 202 Teile. Weltrekorde. Bevor ich klicke, mal überlegen, wie viele Teile braucht ein Profi für so eine Brücke? 27. 15! 15! Ja. Schön. Wirklich gut, liebe Profis. Nächste Karte. Ja, gut. Staudamm und so. Panzer, Autos. Alles wie gehabt. Aber das sehen wir erst in der Folge morgen. Ich sage tschüss. Tschüss, bis morgen.